Unsere wilde Reise wird weitergehen, meine lieben Freunde, denn wir haben auch schon das nächste Ziel auch schon wieder aktiviert, oder? Haben wir nicht? Haben wir nicht? Oh, gucken wir mal hier. Ein Lieferant. Ah, komm mal, das ist gleich um die Ecke. Habe ich jetzt mittlerweile meine 30% wenigstens. 31%! Ich bin übelst epic unterwegs. 31%, es geht doch vorwärts. Jetzt habe ich aber massive Lags. Woran liegt das? An eigentlich gar nichts. Am Spiel, gut. Wir werden jetzt noch... Ja, wir werden noch ein paar Parts jetzt neben Mission machen. Und dann werden wir mit der Story weitermachen. Aber dann werde ich die Story auch wahrscheinlich erstmal richtig schön ein Stück durchziehen. Akt 3 hat nur 6 Missionen. Die werde ich dann höchstwahrscheinlich am Stück sogar machen. Dann werden wir wieder so etliche Parts neben Mission machen. Und dann kommt eh schon der vorletzte Akt, bevor Finale kommt. Also von dem her, Leute, es macht Sinn, dass wir uns jetzt damit mal ein bisschen beschäftigen. So, fixer Auftrag. Dann müssen wir 40 Stück machen, haben wir 3 oder so. Von A nach B bringen. Das klingt doch einfach. Jedenfalls, wenn ich die Hauptstraßen mache. Ah, cool. Also das ist das Schöne an den Fixer-Aufträgen, das ist nicht 40 Mal dasselbe, sondern es ist durchaus tatsächlich immer was anderes. Diesmal ist es ein Fahrzeug unbeschädigt von A nach B bringen. Also das feiere ich sehr an diesen Missionen, dass sie halt doch sehr, sehr, sehr abwechslungsreich ist. Ich kann mich erinnern, hier hat man mal eine Quest gemacht, so eine Mission. Ah, oh, es ist sogar ein Bike. Oh, oh. Das kann ja was werden. Oh, und ich habe natürlich auch noch einen immensen Zeitdruck für 1,3 Kilometer. Ja, fahren wir doch erstmal durch die Haupthall. Wir wollen das Ding ja unbeschädigt bringen, wa? Aber guck mal, das ist auch schon so ein bisschen darauf aus, oder? Und man kann hier tatsächlich... Er hat ja auch gesagt, wenn er die Hauptstraßen meidet... Jetzt war... Alter, jetzt haben wir wieder ein paar Lags. Jetzt meidet er da... Jo, komm, jetzt aber unnormal. Die letzten Parts liefen immer lagfrei. Also, bis auf manchmal auf der Straße jetzt, aber so. Aber hier durch die Gassen fahren gefällt ihm ja gar nicht. Alter, die Waldtür, was hast du da für Probleme? Ja, das sollte relativ einfach sein jetzt so. Ich nehme jetzt noch ein bisschen die Hauptstraße mit. Ich meine, es ist ein Motorrad, da kann ich nicht allzu viel falsch machen. Wenn mich nicht gerade einer über den Haufen fährt, dann wird das eine relativ einfache Mission. Den Sprung aber spare ich mir. Jetzt bin ich doch schon sehr nah am Ziel und möchte es nicht verkacken. Ach so, ich bin drüber. Wie schaffen Sie das nächste Fahrzeug? WTF? Wie, hier geht's ab? Okay, ich dachte, das wäre nur einmal rumfahren oder so. Und jetzt ist das hier direkt... Mehrere. Okay, das wird interessant. So, die Zeit geht auch nicht weiter hoch. Gut, wir müssen jetzt einen knappen, ja, jetzt noch einen Kilometer fahren. Ja, hier ist wieder lagfrei. Das lag garantiert gerade echt nur an den Nebenstraßen, das schwöre ich euch. Ah, ich kann hier gar nicht rüberfahren. Das wird interessant. Bisschen andere Wege nehmen, aber das sollte klappen. Das ist auch nur noch geradeaus. Das sollte auch innerhalb von 30 Sekunden klappen. Wenn mir auch hier jetzt keiner reinfährt, ist das eigentlich easy going. Das ist ein doch sehr schnelles Auto. Ja, und ich quetsche mich da überall wunderbar durch. Moment! Shit! Wollte ich eigentlich geradeaus fahren? Jetzt ist mir fast ver... Oh oh. Doch nochmal knapper, als ich dachte! Shit! Und noch eins. Oida, was? Eine Dreier-Serie an Fahrzeugen? Boah, die meinen es ernst. Die meinen es ernst. Come on. Schneller. Und wie weit? Keine Zeit dazu bekommen. Aber auf die Hauptstraße. Ach du Scheiße, ich muss... Warte mal, nein. Ich guck mal, wo muss ich hin? Wo zum Teufel soll ich das hinbringen? Scheiße. Ich dachte, ich wäre hier falsch. Jetzt musste ich ausnahmsweise die Dinge aktivieren. Boah, das wird aber richtig eng. Das schaffe ich doch gar nicht. Das sind 600 Meter in 25 Sekunden. Das wird eng. Das wird eng. Hm, 15 Sekunden noch. Das schaffe ich nicht. Nein, das schaffe ich wirklich nicht.
Oh nein, muss ich jetzt die komplette Serie nochmal machen? Komm, komm! Nein! Wirklich 30 Meter vor dem Ziel? 30 Meter vor dem Ziel? Fuck. Bloß weil ich mich einmal kurz ver... Ach, fuck. Ah, okay. Okay, es gibt Checkpoints. Boah, das finde ich fair. Ich habe eigentlich befürchtet, ich darf jetzt alles nochmal machen, aber das ist sehr fair. Hier wollte ich rechts fahren. Das hat mir die letzten 5 Sekunden genommen. Okay, das finde ich fair. Ich hatte so Angst, das alles nochmal zu machen. Hätte mich jetzt nicht ganz so geärgert, mein Gott, aber 5 Minuten. Das sind 5 Minuten, die man nochmal was machen muss. So, diesmal habe ich schon deutlich mehr Zeit. Jetzt habe ich 25 Sekunden für 200 Meter. Dafür mache ich das Auto ziemlich kaputt. Ah, ich krieg weniger Geld. Alles klar. Jetzt kann ich hier sogar gechillt reinfahren. Guck mal. Oh oh. Gechillt ist anders. So, das muss aber reichen. Alle guten Dinge sind 3. Stadterkundung. $4000. Passt. Okidoki. Das war der 5. Auftrag. Wir gucken mal an. Wir haben mittlerweile 6 Skillpunkte. Ich glaube, da kann ich das als nächstes machen, oder? Erhöht zugefügten Schaden bei Zusammenstößen. Auf jeden. Finde ich eine richtig gute Idee. Fortschrittsbelohnung. Guck mal. Erhöht bei Zusammenstößen. Ah ja, das haben wir doch gerade gemacht, ne? Sehr gut. Und es hat 0,2% gegeben, diese Quest zu beenden. Darf ich in das Auto auch einsteigen? Oh, geil. Auto abgegeben und wieder mitgenommen. Nö. Alter, das geht nicht. Wow. Das ist cool. Das ist richtig clever. Das geht nämlich nicht. So, ich habe mir direkt 3 Sehenswürdigkeiten. Die werde ich jetzt als nächstes mal besuchen. Ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass ich jetzt richtig viel Gas gebe. Und ich sag's mal so, ich möchte innerhalb der nächsten, ja, sagen wir mal jetzt noch 3,5 Parts, bis 35% kommen. Es ist ein bisschen gewagt, Valentinstagsmassaker. Sie haben sich an 10 Uhr angemeldet, erkunden Sie die Stadt weiter. Also das Valentinstag-Massaker Wachposten-Dings da. Ja, kannst du mir glauben. Und da wäre direkt da drüben wahrscheinlich Lost Offices. Da muss ich höchstwahrscheinlich rein, oder? Das müsste von hier aus schon gehen. Yep. Und das nächste Gebäude, Valentinstag-Massaker. Ja, das ist alles hier so ein bisschen die Gegend. Und direkt da drüben haben wir noch eins. Da sehen wir, das eine ist noch weiß und noch nicht ausgegraut. Und da haben wir noch irgendwas mit einem Menschen. So eine Untersuchung. So, hier war doch gerade eben noch das Symbol. Jetzt hat hier. Wahrscheinlich diese Statue hier. Ja. Oder der ganze Park, der Hansenpark. Bitteschön, das wäre für euch. Und damit möchte ich jetzt als nächstes zu diesem Untersuchungssymbol gehen. Also ich rase jetzt hier durch die Stadt und mache ein Ding nach dem anderen. So wie ich mir das vorstelle. Oh. Verbrechen erkannt. Auch darum muss ich mich kümmern. Kann ich hier irgendwo rein? Hier nehme ich an. Okay. Der Typ muss in der Nähe sein. Da ist er doch schon. Oh, direkt wieder verscheucht. Also bei diesen Verbrecher-Erkannt-Dingern, da bin ich immer sehr, 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 sehr rabiat, sage ich mal. So, wo fange ich hier am besten an? Das ist eine gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage.
Das ist doch bestimmt irgendwo da unten. Komme ich da runter, ohne zu sterben? Ich vermute fast nicht. Gut, dann machen wir es anders. Ich möchte das auf jeden Fall als nächstes machen. Das heißt, ich lasse mich hier runterfallen. Hier dürfte ich überleben. Yep. So, und hier wird irgendwas sein. Sexy Time, jetzt geht's los. Aha, gut. Da haben wir doch einen. Das ist doch ein Böser hier. Okay. So, Aktentasche lokalisiert. Dann würde ich sagen, schnappe ich mir hier einfach mal eine Karre. Der wird mich hoffentlich früh genug bemerken. Hallo! Hallo, du brauchst gar nicht versuchen auszuweichen. Ich nehme mir deinen Wagen. Sieht nämlich geil aus. So. Aktentasche lokalisiert und ab die Post. Okay, ich wollte schon sagen, was ist hier hinter mir los? Sind es auch nur die Feuerwehr? Hier sollte ich vielleicht nicht ganz so weit fahren. So, wie weit ist das? Oh, 2 Kilometer erstmal wieder. Naja, mit der geilen Karre fahren wir das auch noch schnell ab. Bin mal gespannt mit dem ganzen Online-Gedöns, inwieweit das machbar ist, so mit den ein oder anderen Lags noch. Ob ich da überhaupt eine Chance habe. Und wir werden früher oder später sehen. Ich denke also, das Online-Ding werde ich wirklich zum Abschluss machen. Oder mit zum Abschluss. Weil wenn das irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, da würde ich dann auch sagen, ja, dass ich es dann wahrscheinlich nicht mache oder so. Ich weiß es nicht. Es kommt immer ganz drauf an, wie sehr das halt dann Spaß macht. Wie sehr euch das noch interessiert letztendlich. Kann man ja so nie sagen. Wir werden das schon rausfinden. Hier ist ein Verbrecherkonvoi. Das ist ja schön, aber ich muss noch ein bisschen weiter. Ich muss mich erst um diese Aktentasche kümmern, die ich lokalisiert habe. Denn das ist noch ein bisschen wichtiger. Dieses Verbrecherkonvoi bleibt auf der Karte. Das hier. Er. Wow, Alter. Kurze Diashow. Das hier müsste aber eigentlich auch bleiben, aber ich möchte mich trotzdem immer direkt gleich im Anschluss drum kümmern. So, mal Wagen unauffällig parken, da sehe ich es doch schon. Und wir dürfen wieder hacken! Das sieht lustig aus. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich... das Ganze so machen muss. So. Das war Menschenhandel Nummer 3. Und ein fixer Auftrag. Direkt hier einigermaßen um die Ecke. Auch um diesen werden wir uns sofort kümmern. So, ruhig bleiben. Was haben wir hier noch? Hier haben wir so ein lustiges Auge. Wofür stand das Auge? Versammelbares. Privatsphäreneinbruch. Warte mal, jetzt bin ich ein paar Meter davon entfernt. Das gucke ich mir jetzt noch schnell an. Vielleicht kann ich das irgendwie verbinden. Das dürfte nämlich hier gleich sein. Ah, okay. Es wird interessant. Ich muss mir erstmal Zugang verschaffen. Oh, wo führt mich das denn hin? Okay.
Okay. Da hinten. Es ist entriegelt.